Ich würde nämlich gerne in Richtung Staudamm gehen. Ich würde nämlich gerne wirklich den Staudamm noch plündern, bevor der Patch kommt. Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich mich traue, im Nebel hier loszugehen. Eieieiei. Ja, ist okay. Mit dem möchte ich mich gerade ungern anlegen. Es war natürlich auch total klug zu sagen, hey, wir suchen jetzt mal die Höhle, die zum Staudamm führt. Und nebenher keine Karte aufzuhaben, an der man sich im Notfall orientieren könnte. Warum auch? Karten sind was für Weicheier. Da hinten ist es. Quasi. Das da? Hä? Nein! Ich bin so blöd, echt. Ich bin so blöd. Keine Kommentare, bitte. So, es ist soweit. Der Patch ist draußen. Version 2.6.4 Desolation Point. Und diese Folge wird vermutlich etwas länger sein, weil wir werden auf jeden Fall bis zur neuen Map voranschreiten. Es ist ein Übergang von der Küstenstraße. Das heißt, wir müssen bis zur Küstenstraße vordringen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Fand der Wolf sehr beeindruckend, wie man sieht. Zur zerbröckelnden Schnellstraße reisen. Das tun wir. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. So, es ist soweit. Der Patch ist draußen. Version 2.6.4 Desolation Point. Ach, ist das schön. Und, wie ihr das von mir gewohnt seid, werden wir entsprechend die Änderungen begutachten. Und dazu kommt die Tatsache, dass es eine neue Map gibt. Und diese Folge wird vermutlich etwas länger sein, weil wir werden auf jeden Fall bis zur neuen Map voranschreiten. So viel steht fest. Entgegen allen Erwartungen ist der Zugang zur neuen Map nicht die Höhle im idyllischen Tal, sondern es ist ein Übergang. Ich lasse alles Unnötige hier. Es ist ein Übergang von der Küstenstraße. Das heißt, wir müssen bis zur Küstenstraße vordringen. Das wird noch ein Weg. Wir sind ja zum Glück, sage ich mal, bis zum Staudamm vorgedrungen. Und werden uns vom Staudamm aus quasi jetzt vorarbeiten. Und wie gesagt, ich nehme wirklich nur das Nötigste mit, was bedeutet, ich werde jetzt auch direkt wieder ein bisschen Zeug hier aussortieren, was wir gerade eingesammelt haben. Ihr seht, Metallschrott zum Beispiel sieht schon mal anders aus. Es hat echt viele Änderungen gegeben. Ich werde davon das eine oder andere mal demonstrieren. Den Metallschrott nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich da ein paar Hintergründe weiß. Wir werden auf die Änderungen oder ich werde auf die Änderungen eingehen während des Spiels. Hier die Limo nehme ich auch mal mit, weil ich nicht weiß, ob wir genug zu essen generell hier haben. Ich werde die ganzen Schränke erstmal auch nicht durchsuchen, damit wir einfach schneller vorankommen. Hier den Metallschrott nehme ich aber trotzdem mit. Aber Metallschrott sieht schon mal nicht übel aus, ne? Das hat sich grafisch auf jeden Fall gelohnt. So. Es ist so schön. Ah, komm, den Schal nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, ob der besser ist. Ich habe gewusst, dass hier ein Kanister steht. Den nehmen wir natürlich auch mit. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen vorgesorgt für Lampenöl. Also, es hat ein paar grafische Updates gegeben. Da könnten wir eigentlich gerade mal reinschauen. Auflösung, Qualität, Anzeigemodus, Einheiten. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwas von Schatten gelesen. Ja, vielleicht irre ich mich da auch. Okay. Ja, was ist passiert? Es hat eine neue Map gegeben, Desolation Point. Es ist eine Art Industriegebiet. Das schauen wir uns aber später an, wenn wir auf der Map angekommen sind.
Das sieht auf jeden Fall, wer Lust hat, sich das im ganz Kleinen schon mal anzugucken. Es gibt von Hinterland ein offizielles Video dazu. Da kann man ein paar kleine Ausschnitte von der Map schon sehen. Oh, Metallschrott. Bin mir nicht ganz sicher, wie wichtig da der Metallschrott jetzt wirklich geworden ist. Eine der Änderungen ist Schmieden. Man kann jetzt schmieden. Dazu gibt es einen neuen Rohstoff, der da heißt Kohle. Und Kohle kann man in einem entsprechenden Ofen dazu benutzen, um die Temperatur entsprechend hoch zu bekommen, um Sachen zu schmieden. Unter anderem gibt es einen Hammer neu im Spiel. Es gibt eine Metallsäge, mit der man Metall bearbeiten kann. Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig. So, wir wissen, was hier auf uns lauern könnte, ne? Es wird mit Sicherheit ein Wolf auf uns lauern. Okay, eine zweite Sturmlaterne brauchen wir nicht. Antiseptikum, komm, den Verband nehmen wir mal mit. Verband kann nützlich sein. Wir nehmen auch das Antiseptikum mal mit, weil wir vermutlich von dem Wolf jetzt angegriffen werden. Ich werde gerade mal kurz die Laterne nachfüllen. Hier. Auffüllen. Ratatzeng. So. Ihr seht, es gibt jetzt Icons. Oh, yes. Es gibt ein neues HUD, wo man jetzt sieht, welchen Zustand man hat. Das hat man überarbeitet. Finde ich sehr gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist farblich besser hervorgehoben. Die Balken sorgen dafür, dass es ein bisschen besser einzuschätzen ist, finde ich. Man kann von hier aus direkt Feuer machen, Schlafsack, und hier könnte man direkt ins Erste-Hilfe-Menü abspringen. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr durchdacht aus, wenn man das so sagen darf. Man hat hier Zugriff auf seinen Rucksack, auf das Protokoll. Und das ist im Prinzip das neue, ja, Initialmenü. Vorher hatte man ja im Prinzip diesen Quader im Mittelfeld des Bildschirms und konnte von da aus dann entsprechend die Sachen anwählen. So finde ich das sehr ansehnlich, muss ich sagen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Da haben die Jungs mal wieder gut durchdacht. Die Übersetzungsfehler sollen beseitigt sein. Und bevor ich jetzt hier wild rumschleiche, schaue ich erstmal durch die Gegend, ob ich den Wolf irgendwo sehe. Oder ob er generell oben rumkreucht und fleucht. Ich sehe ihn jetzt hier nicht, muss ich ganz. Alter, boah, hab ich mich erschrocken. So, das wiederum bedeutet, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Chance. Sag mal. Okay. So, was ist jetzt hier? Warum kann ich... Unglaublich. So. Zweimal vom selben Wolf angegriffen werden, ist auch sehr lustig. Das Problem ist, ich sehe ihn jetzt mal wieder nicht. Ja, das ist natürlich wirklich ein Problem. Eine Lufttemperatur minus 4 Grad. Wir haben aber allerdings keine Leiden. Ich befürchte aber, dass unsere Klamotten natürlich darunter gelitten haben. So, der Wolf ist da lang gelaufen. Der Wolf ist hier lang gelaufen. Und hier hört die Blutspur auf. Tschö. Wenn der da unten rumkreucht, dann flüchte ich hier mal kurz. So, was allerdings natürlich bedeutet, dass wir jetzt hier nicht schlafen können, ne? Was ein bisschen ungünstig ist. Vor allen Dingen, so, wie ist denn
Das Wetter. Ah, das sehen wir jetzt da unten links. Okay, alles klar. Ja, pass auf, ich gehe hier mal raus und guck einfach mal, wie das Wetter wirklich ist. Ja, das ist natürlich, das ist relativ ungünstig, ne? Etwas hungrig, durstig, ausgeruht, warm. Temperatur gefühlt minus 15 Grad. Ja, das hilft nicht, ne? Das, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Was mache ich jetzt mit diesem blöden Wolf? Da steht noch ein Kanister, sehe ich im Augenwinkel. Im Halbdunkeln. Noch eine Änderung. Es gibt jetzt keine textuellen Hinweise mehr. Also sowas wie Kälte oder sonst irgendwas gibt es nicht mehr. Wir haben keine Brechstange mitgenommen. Nee, wir haben keine Brechstange mitgenommen. So eine Ärger. Okay, dann müssen wir. Was mache ich denn hier, ey? So, das war dann der Wolf. Der Wolf hat sich schlafen gelegt für den Rest seines Daseins. Ihr wisst schon. Lampenöl. Ich glaube, dann könnte ich nämlich den Kanister da lassen, der relativ schwer ist. Eine Fackel nehme ich auf jeden Fall mit. Ich will das alles eigentlich gar nicht durchsuchen, ne? Aber jetzt ist natürlich die Sache, dass wir eigentlich eine Brechstange bräuchten. Jetzt ist die Frage, ob wir die zufällig irgendwo anders finden. Ne? Ich schaue hier nochmal rein. Oh, Wasserreinigungstabletten ist nicht schlecht. Nasset, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Nee, das wollte ich nicht. Noch eine Änderung ist, man kann Dinge jetzt ganz frei in der Welt platzieren. Und da ist unser Brechstange. Perfekt. Nehme ich. Kenne ich nichts. Thermoweste kannst du behalten. Ihr seht, jetzt gibt es auch quasi Mouse-Over-Texte bei den Metalltischen zum Beispiel. Ich habe ja, glaube ich, erwähnt eben, es gibt eine Metallsäge. Und damit kann man dann jetzt Metallschrott herstellen. Also es gibt wirklich ein paar sehr sensationelle Änderungen. Gewehrmunition lasse ich hier, brauchen wir gerade nicht. Wir sind ja immer noch auf Achievement-Jagd. So, jetzt hat mir hier aber einen verschlossenen Spind. Ja, komm, die Kondensmilch nehmen wir mit. Ich misste jetzt hier gerade nochmal aus. Leg in den Schrank nochmal ein paar Sachen, die wir auf keinen Fall brauchen. Wie zum Bleistift. Den Kanister wollte ich hier lassen. Zack. Okay, das zweite Nähset, was wir gerade eingesammelt haben, nehme ich auf jeden Fall mit. Die Gewehrmunition lassen wir auch hier, die brauchen wir nicht. Nahrungstechnisch, das ist okay, das nehmen wir alles mit. Aber hier bräuchten wir den Schal nicht. Wir ziehen den, den wir gerade gefunden haben, an, weil der besser ist. Wir sind ein bisschen mitgenommen, ne? Wir sind ein bisschen mitgenommen. Das deutet für mich darauf hin, dass wir mal gleich kurz was reparieren müssten. Das nehmen wir auch alles mit. So, pass auf. Ganz fix hier die Weste. Zack. Kurz die Laterne aus. So, jetzt müssen wir so rein. Ah ne, hätten wir auch da oben drüber machen können. Na, das sind Sachen, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Anziehen, das ist schon mal ganz wichtig. So, Stoff haben wir keinen. Das heißt, wir zerlegen mal eben kurz die Weste hier. Die Schuhe sind mitgenommen, das ist ein bisschen blöd, weil wir kein Leder mit dabei haben. Aber gut. Aber gut. So, wir müssten eigentlich nur den Luxus-Anorak und die Handschuhe reparieren dann. Dann zerlegen wir den Schal nochmal. Nee. Achso, hier. Da muss ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Das ist aber in Ordnung. Aktionen reparieren. Jawohl. Ja, das Nested dürfte dafür noch passen. So, jetzt seht ihr hier unten, ne? Auge und Magen. Das heißt, wir haben Hunger.
und vermutlich sind wir ein bisschen erschöpft. Oder. Okay, sind schon wieder weg. Auch da muss man nochmal genau gucken. Also es wird jetzt halt einfach in Symbolen dargestellt. So, da sehen wir jetzt Flüssigkeitsmangel, sollte das wahrscheinlich bedeuten, ne? Also ein Wassertropfen in roter Umrandung sieht mir sehr stark nach Flüssigkeitsmangel aus. So, Zustand 65% ist natürlich klar, ne? Wir sind zweimal von einem Wolf angegriffen worden, den wir eigentlich ganz gut aber abgewehrt haben, ne? Satt, erschöpft. Ach, hier sieht man die Symbole, ne? Okay. Und jedes Viertel ändert sich dann quasi das Symbol, was man unten links sieht. Auch nicht unclever gemacht. Kann man gut erkennen, wenn man sich dann einmal dran gewöhnt hat. So, ich wollte aber noch mal gucken. Reparieren. Den wollten wir noch reparieren. Oh, brauchen wir dreimal Stoff für. Das bedeutet, wir zerlegen die Handschuhe hier nochmal. Dann haben wir, glaube ich, trotzdem nicht dreimal Stoff, ne? Oh, doch, gerade so. Okay. Passt. Dann reparieren wir unseren Luxus-Anorak nochmal. Ja, guck mal, so ist das in Ordnung. Ne, ihr seht, jetzt haben wir etwas Hunger, etwas Durst. Das heißt, das ist gerade hier rübergeschritten und deshalb haben wir die Anzeige bekommen. So, etwa 9 Stunden Tageslicht übrig. Das führt mich dazu, dass ich sage, 65% Zustand müssen ausreichen. Wir werden uns jetzt von hier auf den Weg machen Richtung Schlucht und von da aus Richtung Küstenstraße. Ja, guck mal, das sieht doch weitestgehend in Ordnung aus. Ja, machen wir uns auf den Weg. Ich schaue nebenher mal auf die Uhr. Wir sind jetzt gleich schon bei einer Viertelstunde. Katerstaudamm. Schön. Auch etwas anders. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Ich bin gespannt. Ich habe eben erwähnt, man kann jetzt Dinge frei in der Welt platzieren. Habe das aber noch nicht gezeigt. Das werden wir später machen. Ja, komm, kann man eigentlich mal jetzt machen hier, ne? Guck mal hier so. Kann man zum Beispiel ablegen. Und jetzt kann man hier. Nee, so nicht. Na. Mit der rechten Maustaste quasi frei platzieren. Und das ist sehr cool. Da lang. Das ist auf jeden Fall sehr cool, weil habe ich das so nicht sogar in der letzten Folge? Irgendwann habe ich mir das entweder mal gedacht oder sogar mal erwähnt. Jetzt kann man quasi die Regale auch wirklich nutzen. Ne? Jetzt kann man schön ein paar Sachen aufstellen irgendwo. Finde ich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Ja. Der Patch ist übrigens leider für mich einen Tag zu früh gekommen. Ich hatte gehofft, dass er erst heute kommt, wo ich aufnehme. Also ist er auch irgendwie so. Aber ich hatte gedacht, dass er heute Abend kommt. Das hat leider nicht funktioniert. Das macht aber nichts. So. Ich frage mich jetzt, ob man hier Wölfe und Bären dazu gepatcht hat in dieser kleinen Zwischeninstanz. Oh, da vorne sind Äste. Ist es Ahorn? Ist es Birke? Man weiß es nicht. Bis Birkenrinde. Schön. Habe ich jetzt auch das erste Mal gefunden in der Tat. Ja, müssen wir mitnehmen, ne? Wir brauchen Pfeile. Wir brauchen ganz dringend Pfeile. Und wir müssen auf jeden Fall an, wenn wir Krähen hören. So wie da vorne. Muss ich da leider nochmal hin, weil da könnten Krähenfedern liegen. Und das ist momentan das, woran es uns mangelt. Deswegen, diesen kleinen Abstecher muss ich machen, da komme ich gar nicht drum rum. Und wir haben Glück, hier liegen Krähenfedern. Ja. Eine.
2. So, ich glaube, den Bogen brauche ich jetzt hier gerade nicht. Ne? Deswegen, bevor ich gleich aus Versehen nochmal einen Pfeil verschieße, kein Kommentar hierzu, werde ich den Bogen hier lieber mal wegstecken. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man hier in der Schlucht keine gefährlichen Wildtiere hinzugefügt hat. Hier wäre übrigens ein super Jagdgebiet. Hier gibt es Hasen, hier gibt es Rehe. Man könnte sich hier relativ friedlich niederlassen, muss man mal sagen. Ne? Das Problem ist, hier gibt es nicht wirklich irgendwas... Hallo, mein Freund. Hier gibt es nicht wirklich irgendwas, was man großartig machen kann. Ne? Also es gibt relativ wenig zu erkunden. Ah, hier Birkenrinde. Finde ich super. Vielleicht sollte ich mal gucken, was das Zeug wiegt, ne, bevor ich das so massenweise ansammle. Habe ich noch nie gefunden. Habe ich in anderen Let's Plays von anderen Let's Playern schon mal gesehen. Und habe mich immer gefragt, so, oh, Birkenrinde, wo finden die denn Birkenrinde? Verdammt nochmal, habe ich noch nie gesehen. Jetzt weiß ich zumindest, dass es hier Birkenrinde gibt. Und das kann man halt benutzen, um Feuer anzumachen. Ne? Genau wie alles andere holzartige Gedönse. Ja, das ist auf jeden Fall... Ach, ich freue mich so, dass dieser Patch draußen ist. Ich freue mich wirklich. Das ist, ich finde das sensationell. Endlich wieder ein neuer Patch. So, da vorne liegt auch ein Kamerad. Aber hier liegen komischerweise keine Krähenfeder. Ne? Das ist sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Na, hast du irgendwas Nützliches dabei? Natürlich nicht. So, aber hier fliegen Krähen. Ne? Hier gibt es aber leider keine Krähenfedern. Die Hagebutten nehmen wir trotzdem mit. Da kenne ich nichts. Also vielleicht bin ich auch blind, aber ich sehe wirklich keine Krähenfedern. Die liegen wahrscheinlich unten. Da gehen wir aber nicht hin. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. So, gerade nochmal zwischendurch auf die Uhr schauen. 20 Minuten. Aber machst du nichts, ne? Ich trinke mal gerade einen Schluck. Prost. So, Desolation Point heißt die neue Map, zu der wir uns jetzt quasi auf den Weg machen. Wir haben nicht mehr viel Wasser dabei, ne? Das muss ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall noch eine Limonade haben, die uns erstmal über Wasser hält. So. Was sagt denn die Erschöpfung? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das bedeutet, wir müssten eigentlich schon weniger tragen können als 30 Kilo. Ah, nee, das geht noch. Ja, pass auf. Ich trinke die Limo mal. Ach, wir haben sogar noch eine zweite Limo. Ach, wir haben sogar noch eine dritte Limo. Das kannst du nicht aus den Schuhen heben hier. Wir sind unkaputtbar. So scheint es zumindest. Okay, wir müssen... Also, die neue Map ist erreichbar über die Küstenstraße. Und zwar über den südöstlichsten Punkt der Map. Ich habe vergessen, wie er heißt. Die Hagebutten lasse ich jetzt auch mal da. Ich möchte mich nämlich gerne mehr oder weniger beeilen. So. Läuft bei uns. im Prinzip müssen wir die ganze Straße bis zum Ende entlang gehen. Und dann haben wir dort dann einen Durchgang. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Map. Das Industriegebiet wird bestimmt sehr... Also Industriegebiet in Anführungszeichen, im weitesten Sinne Industriegebiet. Ich meine, es gibt einen Leuchtturm, hätte ich gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin voller Erwartungsvoller Freude, diese Map zu erkunden.
Und ich bin auch ein bisschen froh, das idyllische Tal zu verlassen, auch wenn ich mich jetzt so die letzten Folgen ein bisschen daran gewöhnt habe an diese Gegend. Wir haben ja die letzte Staffel schon im idyllischen Tal verbracht. Das Ende der letzten Staffel, was dann auch leider wirklich das Ende der letzten Staffel war. In letzter Konsequenz. Und ich bin. Ich habe mich sehr gefreut auf eine neue Map. Es ist ja nicht so, dass es hier nicht ganz viel zu erkunden gibt, aber die Maps sind jetzt halt auch schon ein paar Tage alt. Oh, an dieses Knarzen von dieser Brücke werde ich mich nie gewöhnen, ne? Es ist immer noch ein Pulserhöher. Und auch diese Musik hier immer, ne? Das ist sehr herrlich, wie man hier im Rheinland sagt. Und ich habe eigentlich im realen Leben keine Höhenangst, ne? Aber immer wenn ich über diese zwei Streben marschiere, habe ich ein Kribbeln in den Beinen. Also nicht in-game, weil ich habe ja keine Beine in-game. Ich hinterlasse zwar Fußspuren, aber meine Beine sind unsichtbar und unantastbar. Zumindest sorgt dieses Spiel regelmäßig bei mir für Musik ist echt cool. Sorgt dieses Spiel regelmäßig bei mir für realistische Empfindungen. Und das deutet für mich zumindest darauf hin, dass bei The Long Dark wirklich gute Arbeit geleistet wird. Ah, herrlich. Wir sind wieder an der Küstenstraße angelangt. Ding, 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 ding. Jetzt ist ja wirklich auch die Frage, ob es so sinnvoll ist. Ohne nochmal kurz den Erschöpfungsgrad zu beseitigen, in Richtung neue Map zu gehen, ne? Weil ich weiß ja gar nicht, ob unmittelbar in der Nähe da irgendwas ist, wo wir schlafen können oder so, ne? Wenn man die neue Map betritt. Das weiß man ja eigentlich gar nicht, ne? So, ich gehe hier lang, weil hier Krähen sind und ich dringend Krähenfedern brauche. Sorry, das nehme ich auch nicht mit. Ich weiß, es liegt hier dumm rum und man kann nichts damit tun, wenn das hier rumliegt, aber was soll ich sagen? Die 4 Kilo sind mir einfach zu viel. Warum verdammt nochmal liegen denn jetzt hier schon wieder keine Krähenfeder? Ne? Ich krieg die Krise hier, ich krieg die Krise. Es wäre vermutlich relativ ratsam, den Bogen rauszuholen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube, das ist relativ ratsam. Ich wurde in einem Kommentar unter dem letzten Video gefragt, oder ich wurde darauf hingewiesen, dass ich den Bären ja überhaupt nicht erschossen habe mit dem Bogen, obwohl ich ihn dreimal getroffen habe. Ja, das ist korrekt. Das ist aber mit Absicht so geschehen. Das Problem ist, ein Pfeil reicht nicht initial, um den Bären zu töten. Da reicht ja nicht mal ein Gewehrschuss. Oder gerüchteweise, oder. Ne, nicht gerüchterweise. Erfahrungsberichte von anderen Leuten, die The Long Dark spielen, zeigen, dass, wenn man den Bären richtig trifft, wohl ein Schuss reicht. Ah, ich muss diese Äste mitnehmen da, ne? Man findet so selten Birke. Also im Verhältnis zu ganz vielen anderen Sachen findet man so selten Birke. Ich muss diese Dinger mitnehmen, einfach weil wir Pfeile brauchen. Und das dauert ja auch nicht lange. Zurück zum Bären. Das Problem ist, der Bär ist deutlich schneller als ein Wolf. Wirklich deutlich schneller als ein Wolf. Wer das gerne mal live sehen möchte und vielleicht noch nicht live gesehen hat, dem empfehle ich Folge 33 von der ersten Staffel von The Long Dark auf meinem Kanal. Hier liegen auch keine Krähenfedern. Was soll denn das? Leute, lasst Federn fallen. Folge 33 aus meiner ersten Staffel von The Long Dark. Oder war es die zweite Staffel? Ich glaube, es war die zweite Staffel. Zweite Staffel. The Long Dark, Folge 33, zweite Staffel. Da könnt ihr live sehen, wie schnell ein Bär ist. Und man kann diesem Bären nicht entkommen. Die einzige Möglichkeit ist, und das ist im Prinzip ist es ein Glitch, ein Exploit, den man nutzen kann.
Es gibt ja so Veranden, die umzäunt sind. Und dahin folgt einem ein Bär nicht und auch ein Wolf nicht. Bis vor diesem Patch. Bin ich ganz sicher, ob das immer noch so ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, von daher wäre es sehr unsinnig gewesen, diesen Bären anzugreifen, weil wir keinen Rückzugspunkt hatten. Wir konnten diesem Bären einfach nicht entkommen. Und das ist der Grund, warum ich den Bären nicht angegriffen habe. Im Livestream habe ich einen Bären angegriffen. Da stand ich aber auch ganz sicher im idyllischen Tal auf der Veranda vom Bauernhof, vom Bauernhaus. Und habe von da ganz mutig einen Pfeil abgeschossen. Zwei Pfeile abgeschossen. Der erste ging daneben. Der zweite hat genau zwischen die Augen getroffen. Ja, ich glaube, es war eher das rechte Auge, das wir getroffen haben. So, ich renne jetzt da hinten nicht wieder hin, um Krähenfedern zu suchen. Das ist mir einfach zu blöd. Bin jetzt mehrmals enttäuscht worden. So, und ich glaube, wir sind jetzt gleich bei einer halben Stunde angelangt, aber wir nähern uns ja ganz fix dem neuen Map-Eingang. Wir müssen davor allerdings noch mal kurz ein Stündchen schlafen oder so. Oder aber auch nicht. Ja, was gibt es sonst noch an Neuerungen? Eine Neuerung ist, dass man hat das Wetter ein bisschen angepasst, so dass man jetzt pro Map, also es ist in jeder Map ist es unterschiedlich, gibt es bestimmte Wettermuster, die man beobachten kann. Und anhand dieser Wettermuster kann man schließen, ob man vor einem Schneesturm steht oder so, ne? Also man kann halt einfach ein bisschen besser erahnen, was als nächstes für Wetter eintrifft. Hey, da oben ist der Turm. Oder ein Turm. Ist es der Turm? Ist es ein Turm? Ne, es müsste der Turm sein, ne? Ja, es ist der Turm. Ja, so ist das. So ist das. So, und während ich hier rummarschiere, gucke ich auch noch mal auf die Änderungsliste. Genau, es gibt einen Hammer, ne, das habe ich ja schon erwähnt. Man kann jetzt beim Schmieden zum Beispiel ein improvisiertes Messer machen. Also man ist jetzt in der Lage, sich Werkzeug zu craften. Genau, Kohle habe ich erwähnt. Lalala. Es gibt auf der neuen Map gibt es neue Musik auch. Also andere Musik, als es auf den anderen Maps gibt. Da bin ich auch sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, wie irritierend das während des Spiels ist. Ja, ansonsten gibt's sehr viel Bugfixing halt, ne? Wie gesagt, es wurden die englischen Übersetzungen wurden überarbeitet. Das habe ich allerdings noch nicht überprüft. Jetzt wollte ich gerade, wo könnte man das schnell überprüfen? An dem Auto, wo wir, glaube ich, vorbeikommen. Auf jeden Fall noch. Ja, ich glaube, da könnte man das überprüfen. So, wir sind jetzt echt auch schon lang unterwegs hier, ne? Ach ja. Ach ja. So, wie sieht's denn aus? Ja, wir sind. Oh, ja. Wir werden langsam ein bisschen müde, ne? Also nein, eigentlich sind wir schon langsam müde. Das hilft aber nicht. Wir müssen noch ein Stückchen laufen. Wir müssen noch ein Stückchen laufen, leider. Und entsprechend wird die Folge etwas länger. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe das Schmieden natürlich noch nicht getestet, weil das jetzt die erste Aufnahme, seitdem der Patch rausgekommen ist, die ich tätige. Und so, da hinten müssen wir hin. Quasi da. 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 Ungefähr. Ich glaube, das ist aber ein nächster Schritt, um das Spiel nochmal spannender und individueller zu machen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So,
So, ich muss mal gerade ein bisschen aufpassen. Davon läuft irgendwo ein Wolf, dessen Beine ich nur erkennen kann. Glaube ich. Und da links läuft auch ein Wolf. So, ich glaube, den haben wir ganz gut hinter uns gelassen. So, wo ist der andere Wolf? Gerade noch mal kurz ein bisschen umschauen, dass ich nicht irgendwo einen anderen Wolf übersehen habe. So, hier lief doch gerade auch noch ein Wolf. Ach, da hinten läuft er. Auch von dem sehe ich gerade mehr oder weniger nur die Beine. Jetzt kommt langsam der Kopf raus. Ja, und da ist er. Da ist er. So, wir müssen da vorne in die Richtung müssen. Und in dem Haus werden wir auch nächtigen. Ach, und es ist so gemein. Ne? Jetzt ist die Folge schon so lang geworden und wir werden... Ich überlege, ob ich die Folge jetzt hier schon beenden soll, aber das ist so gemein. Ne? Es wollen ja alle die neue Map sehen. Ja, es wollen alle die neue Map sehen. Ja. Manche werden sich fragen, woher weiß er denn, dass die neue Map genau da ist? Relativ einfach. Hinterland hat das bekannt gegeben in seinen Patch Notes. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die das früher auch getan haben. Also zum Beispiel als die neue Gegend in Anführungszeichen, also quasi der hintere Teil des Staudamms dazu gepatcht wurde, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das in den Patchnotes stand. Ah, da ist schon wieder ein Gewächs, was ich gerne mitnehmen würde, aber ohne Krähenfedern macht das gerade so wenig Sinn. Oh, hier. Oh, oh. Oh, wie schnell er einfach das Interesse verloren hat, ne? Der Wolf. Junge, das kann man sich doch teilen. Ihr seid doch quasi Brüder. So, wir müssen, hier müssen wir gerade kurz mal einen Moment wirklich aufpassen, weil wir wissen, dass hier auch eine Route eines Bären entlang läuft. Deshalb ist es gar nicht so günstig, hier einfach so mal total unbescholten lang zu laufen. Hütten am Wasser. Was ist mit meinem Haus passiert? Das war vor kurzem noch intakt. Okay, gehen wir hier rein. Da stand doch vor kurzem noch ein Haus, oder? Hat man das auch geändert? Das wäre beeindruckend. So, noch eine Änderung gibt's. Ich guck mal gerade, ob ich hier vielleicht mit Hilfe der Laterne... Macht vielleicht Sinn. So etwas wie ein Bad finde. Vorher gucke ich aber hier mal, ob ich irgendwo einen Dosenöffner finde. Den haben wir nämlich immer noch nicht. Ah, schade. Ich habe gedacht, in der Mikrowelle wäre vielleicht ein Kaffee. Der hätte uns jetzt gerade auch ganz gut geholfen. Wäre sehr dienlich gewesen. Sehr zweckdienlich. Aber wie das immer so ist, ne, was soll man machen? Es gibt nämlich noch eine Änderung. Und zwar... Kräutertee nehme ich auch. Nein, hier. Limonade. Oh, hier, nochmal Limonade. Und zwar, hatte ich gedacht, man könnte jetzt direkt hier trinken. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich das gelesen habe. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das gelesen habe. Offensichtlich funktioniert es nicht. Vielleicht ist damit aber auch gemeint, ich kann das ja gerade hier nochmal irgendwo demonstrieren, wo es ein bisschen heller ist. Wir können da jetzt Sachen frei in der Welt platzieren. Ne? So. Achso, warte mal, hier ablegen, mach mal hier halber Liter. Zack. So. Jetzt, so, okay, damit funktioniert es. Also, pass auf. Ach, erstmal hier, das würde ich gerne mal vorführen. Ne? Man kann das frei platzieren. Ach, das ist wirklich... Oh. Das ist super. So, und bei Wasserflaschen zumindest kann man jetzt hier mit Space halt direkt trinken. Ne? So. Und das ist auch nicht verkehrt. So. Ich hoffe, den Rest hat er ins Inventar gepackt. Von dem halben Liter. Okay, passt auf. Wie viele Stunden? 4 Stunden Tageslicht sind nur noch übrig. Ne? Wir sind aber echt total erschöpft. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss hier einfach schlafen. Da komme ich nicht drum herum. Wir sind auch ein bisschen hungrig, ne? So.
Ein bisschen hungrig sind wir. Komm, iss mal den Schokoriegel. Ja, es macht echt keinen Sinn. Ich werde die Nacht hier durchschlafen. Es macht wirklich keinen Sinn, jetzt für die restlichen 4 Stunden in die neue Map zu gehen. Ich weiß, die Folge ist schon sehr lang geworden. Ich habe euch aber am Anfang versprochen, dass wir die neue Map sehen werden. Und wir werden zu der neuen Map auf jeden Fall noch hingehen. Ausgehungert. What? Ausgehungert. Okay. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Hier, iss mal was. Achso, wir könnten ja eigentlich auch was trinken. Ne? Das ist gar keine so schlechte Idee. So, hier. Mal ein bisschen von der Limo wegkriegen. Und noch eine Limo. Eine Limo geht. Perfekt. So. 6 Stunden Dunkelheit. Dann schlafen wir die 6 Stunden auch. Und dann geht's nach Essen und Trinken. Wir machen das auf jeden Fall noch. Wir gehen auf jeden Fall noch bis zur neuen Map. Ich habe euch das versprochen und das werde ich auch einhalten. Da kenne ich nichts. So. Trinkt nochmal was. Ach komm, guck mal. Wir können doch hier Tasse Kräutertee. So. Weniger als 1 Stunde Dunkelheit übrig. Wir sind noch ein bisschen hungrig. Okay. An die neue Menüführung muss ich mich in der Tat noch ein bisschen gewöhnen. Das ist ein wenig irritierend aktuell noch. So, Brennstoff haben wir noch ein bisschen. Wobei, wir könnten die eigentlich noch mal auffüllen. Warte, ne? Das kostet ja nicht viel Zeit. Auffüllen. So. Perfekt. Okay. So, Stunde Dunkelheit. Ich gehe trotzdem mal raus vor die Tür gucken, um mal zu schauen, was die Morgendämmerung so sagt. Und die Präsenz von Wölfen und Bären. Wie das immer so ist. Ach ja, es ist in der Tat noch ein bisschen dunkel, ne? Wie sieht das ohne Laterne aus? Es ist vor allen Dingen noch ein bisschen kalt, ne? Pass auf, wir machen das mal so. Ja, etwa eine Stunde Dunkelheit noch übrig. Dann macht es ja fast Sinn, wenn ich noch mal eine Stunde schlafe, oder? Würde ich fast sagen. Ja, das machen wir auch. Kommen wir hier. Aber komm, das machen wir mit dem Schlafsack. Zack. So, hier. Laterne nochmal aus. Was lag denn da? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Komm. Stündchen nochmal kurz hier. Ausruhen. So viel Zeit muss sein. So, was genau lag da? Eine Flair. Oh ja, die nehme ich vielleicht vorsichtshalber auch nochmal mit. So, jetzt aber nichts hier raus. Und auf in Richtung neuer Map. Ach. Treffen wir natürlich jetzt wieder nicht mehr, ne? Ja, super. Er kommt nochmal zurück. Ja. Fand der Wolf sehr beeindruckend, wie man sieht. Alter, willst du das wirklich drauf anlegen? Ich habe es dir gesagt, mein Freund. Ich habe es dir gesagt. Lass es einfach sein. Aber nein, auf mich wollte keiner hören. Was mache ich denn hier überhaupt? Minus 11 Grad. Einfacher Pfeil. Wo ist denn der andere Pfeil? Wir wissen es nicht. Komm, lassen wir liegen. Egal. Jetzt ist die Frage, ob wir hier unseren Pfeil wiederfinden. Ich befürchte ja fast nicht. Ich habe auch irgendwie die Befürchtung, dass die... Ah, doch, hier ist ein Pfeil. Ja, ein Pfeil. Perfekt. Okay. So, jetzt aber. Schleunigst hier auf die Straße.
Zack und ab dafür. Ich sprinte auch jetzt mit Absicht, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Wir haben einen Wolf erlegt mit Pfeilen. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Fand ich gut. So. Okay, wir hören mal kurz auf zu sprinten. Da gibt es noch ein Auto. Ich wollte irgendwas zeigen. Ich habe vergessen was. Ach, Übersetzung. Genau, Übersetzung. Theoretisch müsste die Motorhaube jetzt auch Motorhaube heißen. Ne, es heißt immer noch Kapuze. Schirm. Okay, die Übersetzungen sind offensichtlich nicht geändert worden. Also gar nicht, ob ich das in den... Habe ich das in, nee, in den Patchnotes habe ich das auch nicht gelesen. Ne? Ich glaube, der Karl hatte mir das drunter geschrieben. Aber es kann auch sein, dass ich zu schnell gelesen habe und da einfach nur stand, die Übersetzungen sind immer noch nicht gepatcht. Das kann auch sein. Dann tut mir das leid, dass ich das behauptet habe. Zur zerbröckelnden Schnellstraße reisen. Das tun wir. Und hier sind wir auf der neuen Map. Yeah! Und wir werden uns erstmal ganz langsam hier ein bisschen vorpirschen, um zu schauen, wie es denn hier so aussieht. Cool. Man muss auf jeden Fall hier schon ein bisschen Taktik anwenden, Überlebenstaktik. So, es ist im ersten Moment ähnlich zur Küstenstraße natürlich. Das war aber ja irgendwie auch ein bisschen zu erwarten erstmal, ne? Aufgrund der Tatsache, weil einfach die Küstenstraße der Übergangsort ist. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht aufs Eis zu gehen, wenn ich das so sagen darf. Aber ich würde natürlich gerne mal kurz einen höheren Punkt erreichen, um einfach ein bisschen bessere Aussicht haben zu können. So, da sind ein paar Häuser niedergebrannte und nichts, wo man Unterschlupf suchen kann, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe auf den ersten Blick. Gucken wir mal. Umgestürzte Bäume. Es ist sehr dicht bewachsen, wenn ich das so sagen darf. Aber im ersten Moment fühle ich mich hier heimisch, wenn ich das so sagen darf. So, ja, mit dem See. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, inwieweit dieser See hier eine Rolle spielt. Momentan sehe ich auf dem See nichts, was mich dazu verleiten könnte, da mal rüber zu latschen. Ich sehe da vorne nur Krähen. Aber erstmal natürlich, die Folge geht jetzt noch so lange, bis ich irgendwas gefunden habe, wo ich mich hin verziehen kann. Da hinten war ein Auto, ne? Komm, wir gehen zurück zum Auto. Ich weiß nicht, wie lange wir hier latschen müssen, um irgendwas zu finden. Ist das da ein Haus da hinten? Ich weiß es nicht. So sehr vertraue ich noch nicht auf meine Zielkünste. Wir verziehen uns ins Auto. Weil wir hier leider kein Haus haben, wo wir uns hin verziehen können. Aber Auto ist in Ordnung. Auto ist total in Ordnung. So. Das bedeutet zwangsläufig, wir müssen hier ein Stündchen schlafen. Ne? Müssen wir wohl. Zum Speichern halt einfach, ne? Ihr wisst schon. Damit ich die Folge jetzt hier sauber beenden kann. So, wobei ich... Ah, okay, doch, da war das Speichern wohl. Perfekt. Ja, die Folge extrem lang geworden. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen. Es ist fast 50 Minuten, aber neuer Patch. Ah, ihr wisst ja, ne? Ich kann dann schwer die Folge beenden, wenn ich am Anfang sage, wir erreichen auf jeden Fall die neue Map. Ich hoffe, ich konnte euch die Änderungen ein bisschen näher führen. Es sind weniger elementare Änderungen als beim letzten Patch, beim Deep Forest Patch, muss man sagen.
Weil die größte Änderung natürlich die neue Map ist. Ne? Was wir noch nicht gesehen haben, ist Schmieden. Das konnte ich euch natürlich noch nicht zeigen, weil es einfach noch keine Möglichkeit dazu gab. Das werden wir dann im Let's Play weiter fortführen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark schon wieder. Bis dahin, ciao!